Worum geht's heute? Ich werde heute dieses Chaos auf meinem Kopf mit einer Do-It-Yourself-Ölkur erstmal vorm Haare waschen, pre-poon quasi. Und dann werde ich euch zeigen, wie ich ein Wash-and-Go nach dem Haare waschen mache mit meinem Aunt Jackie's. Und ich zeige euch erstmal, wie ich meine Ölkur zusammen mische. Ich mache da Shea Butter rein, Olivenöl, Teebaumöl, Jamaican Black Castor Oil, Öl, Kokosnussöl. Da hinten habe ich es noch stehen. Traubenkernöl ist, glaube ich, noch dabei. Und ach so, das habe ich schon, glaube ich. Genau. Und wenn nicht, dann zeige ich es euch gleich nochmal. So, und nochmal ganz nebenbei, der Zopf ist seit 7 Tagen drin. Meine Haare, ich weiß nicht, ob ihr seht, sind trocken wie einfach wie also, dass sie noch nicht zu Staub zerfallen sind, ist auf jeden Fall ein Wunder. Aber ihr seht, da ist nichts mehr mit Glänzen und Frizz-Free und ne, no, it's gone. Von daher, das müssen wir retten. Wir retten das. Schaffen wir das? Wir schaffen das. Ja. So, ich zeige euch dann mal, was ich benutze. Einmal Kokosnussöl, vorzugsweise Bio. Was weiß ich, ich habe da nie so eine feste... Boah, das ist hart. Es ist doch schon warm draußen, war es so hart. Aber heute war es nicht so warm. Ich weiß nicht wie viel. So gute 2-3 Löffel nehme ich davon. Ja. Meine Haare sind ja nicht so dünn, ne? Kann man ruhig auch ein bisschen mehr von nehmen. Bläh. Mein Schneebesen habe ich auch schon parat liegen. Dann Shea Butter. Hat mir eine sehr gute Freundin mitgebracht. An dieser Stelle Shoutout to Fiona. Sehr geil das Zeug. Ich habe einen zweiten Löffel mitgebracht dafür. Riecht nicht so geil. Also ist jetzt nicht so voll das duftende Aroma. Kann ich jetzt nicht gerade sagen. Aber die Wirkung in meinen Haaren. Ich habe früher auch solche Ölkuren gemacht. Ohne Shea Butter. Seitdem ich Shea Butter habe, funktioniert das noch ganz gut. Aber ich brauche halt schon immer einiges. Und deswegen, also ich hau da schon immer ordentlich rein. Aber ich finde, es bringt auch auf jeden Fall sehr viel. So, das waren jetzt so 2 gute Löffel davon. Dann, ja, Jamaican Black Castor Oil. Extra-Drag von Sunny Isle habe ich das jetzt. Finde ich mega gut. Soll Haarwachstum anregen. Die Haare stärken, dass sie halt auch nicht in den Spitzen so schnell abbrechen. Ordentlich was davon rein. Nichts verschwenden. Wird nichts verschwendet hier. So, vorhin habe ich, glaube ich, gesagt, Traubenkernöl. Ich habe aber Sesamöl. Davon kommt dann auch so 2-3 Schlucke rein. Ups. Könnte auch schon ein bisschen zu viel gewesen sein jetzt, aber Wayne. Zu viel in guten Inhalt. Schmeiß weg. Zu viel von guten Inhaltsstoffen in solchen Sachen gibt es nicht. Ja, machen wir mal so. Ich schätze mal, das wären so jetzt 2 bis 3 Teelöffel gewesen. So. Achso, das hatte ich schon, ne? Achso, und Teebaumöl habe ich. Teebaumöl ist gut für die Kopfhaut, gut für die Haare. Riecht jetzt auch nicht, finde ich. Ich finde, das riecht so medizinisch, aber naja, ist jetzt auch nicht schlecht. So, haben wir jetzt alles zusammen da drin. Ich hole mal eben das heiße Wasser. So. Hier habe ich jetzt mein heißes Wasser, einfach in der Plastikschale. Jetzt stülpe ich das da rein, hoffe, dass es nicht zu viel war. Nein, es passt. Yay, es passt. Und jetzt warte ich darauf, dass es anfängt zu schmilzen. Thank you.
So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ich lasse das trotzdem in dem Schälchen drin, damit es auch schön warm bleibt. Weil das ist ein Hot Oil Treatment, also mit warmem Öl. Wirklich hot ist es nicht, aber ne, nennt sich halt so. So, legen wir los. Ich habe jetzt meine Haare schon mal abgeteilt, wie ihr sehen könnt, weil das brauche ich ja nicht jedes Mal zu zeigen. Habe es in 4 Teile eingeteilt. Wie immer, ist einfacher zum Handhaben. Und wir fangen hinten an. Meine Wasserspritze, wie immer. Und dann einfach mal rein damit, ne? Mit dem Öl. Es ist schon gut warm, es ist jetzt nicht extrem heiß. Also, ja, ist ein bisschen schwierig aufzutragen, ich weiß. Manche nehmen auch so eine Auftrageflasche. Habe ich auch, aber irgendwie finde ich das damit doof. So kann ich das besser einarbeiten. Man kann auch sofort dabei ein bisschen entknoten. Aber ich gucke mal, ob ich es mit dem Kamm, weil ich will meine Bürste nicht unbedingt einsauen. Ich mache es doch lieber mit der Bürste. Kamm bin ich jetzt nicht gerade der Fan von. Absolut nicht. Bei der kleinen Strähne schon nicht gerade wenig Haar. Ich meine, okay, ich hatte die Haare jetzt wieder eine Woche lang nicht gekämmt und im Zopf. Aber das ist mir auf jeden Fall zu viel, was rausgefallen ist. So. Weiter geht's. Geht besser, auf jeden Fall. Ich muss jetzt zwar die Bürste gleich waschen oder schamponieren, weil sich sonst das ganze Öl darin festsetzt und die Shea Butter halt, ne? Aber damit geht es auf jeden Fall besser. Und schmerzfreier. Und schneller. Und mit weniger Haarausfall. Oder abgebrochen oder ausgekämmten Haaren. Seht ihr das? Juicy! Ach so, wie nehme ich das Öl überhaupt? Hier ist das Öl drin in meiner Schale. Ich habe überall, ne? Deswegen. Und ich dippe einfach meine Hände drin ein, lasse es kurz abtropfen und tue es dann in meine Haare. Ist ein bisschen Sauerei, ich weiß, aber eure Haare werden es euch danken. Es ist null Chemie, alles Natur. Und ja, man wird es auch später in den Haaren merken. Auf jeden Fall. Natürlich die Spitzen nicht vergessen. Die brauchen ein bisschen extra Liebe. Thank you.
Was ist das? Na wirklich, was ist das? Seht ihr, wie wenig Haare das sind? Und so ein fetter Knoten? Der Knoten ist nicht mehr zu lösen. Der ist nicht mehr zu retten. Nee. Oder? Oh. Doch nicht abschneiden oder abreißen, weil ich jetzt eh zu faul gewesen wäre, meine Schere zu holen. Auf jeden Fall. Seht ihr, was das für eine Kraft hat, dieses ganze Ölzeug? Also ich hätte jetzt eigentlich fest damit gerechnet, dass ich den Knoten abschneide. Weil der sah etwas zu krass aus. Aber anscheinend geht's doch noch. Also vor allem Kokosnussöl. Ich habe Shea Butter alleine noch nicht ausprobiert. Also nur Shea Butter, aber vor allem Kokosnussöl hilft beim Haare entknoten oder bürsten eine ganze Menge. Also ich mache auch manchmal dann nur pur Kokosnussöl in die Haare. Und wenn ich denn mal Bock habe, einmal im Jahr vielleicht auf Fingerdetangling, dann mache ich auch Fingerdetangling. Das mache ich dann aber nur mit Kokosnussöl, weil es ist halt hart, ne? Das ist nicht so eine Sauerei. Da kann ich das immer besser portionieren. Und ja, das mache ich dann so entspannt auf dem Sofa, auf dem Sonntagnachmittag oder so. Aber wie gesagt, kommt halt nicht so oft vor, ne? Dass ich darauf Bock habe. Wir sind ja gleich schon fertig. Gibt's ja gar nicht. Also schneller oder ich sag mal so, lockengerecht die Haare entknoten kann ich nur schneller, wenn die Haare gewaschen sind mit Haarkur drin und dann halt durchbürsten. Das geht dann schneller. Und vom Schmerz her würde ich sagen, ist ähnlich. Also ob ich jetzt mit Haarkur durchkämme oder mit dem Ölkur, mit dem Sprachfehler heute. Mit der Ölkur vom Schmerzfaktor her macht das keinen wirklichen Unterschied. Ich finde mit dem Conditioner geht es nochmal einen Tacken einfacher. Aber trotzdem, also dafür, dass es ein selbstgemachtes, zu Hause zusammengerührtes, aufgewärmtes Do-it-yourself Pre-Poo-Produkt ist, quasi, was wir uns da angerührt haben. Oder eine Ölkur, eine Hot Oil Treatment. Finde ich, hat das echt guten Slip. Man kann es gut in den Haaren verteilen. Fertig, also. Es ist schon nicht schlecht. Da kann ich das echt nur empfehlen. Also, wirklich. Letzter Part. Aber das ging einfach so einfach. Es ging einfach so einfach. So. Trotzdem kriegt er noch ein bisschen was. Hier die Spitzen vor allem. Weil mein Pony ist auf jeden Fall stark geschädigt. Mit am meisten. Da fummel ich auch am meisten drin rum, wenn ich die Haare gemacht habe. Fertig! Jetzt verteile ich noch ein bisschen Öl auf meiner Kopfhaut. Reibe es ein bisschen ein. Vor allem Jamaican Black Castor Oil ist sehr gut, um es in die Kopfhaut einzureiben. Teebaumöl ist auch sehr gut für Kopfhaut und Haar. Aber vor allem Jamaican Black Castor Oil soll ja das Haarwachstum anregen. Und für die, die gerne Haare wachsen lassen möchten oder lange Haare haben möchten
was ja viele gerne möchten, aber mit solchen Locken nicht so richtig hinkriegen, weil sie halt immer andauernd abbrechen. Für die... Also ich habe jetzt noch nicht festgestellt, dass Jamaican Black Castor Oil, seitdem ich das benutze, ich mache es auch nicht. So eine Do-It-Yourself-Ölkur mache ich schon ab und zu, vielleicht ein, zweimal im Monat. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich dazu beigetragen hat, dass meine Haare oder schneller wachsen. Schneller wachsen habe ich jetzt nicht das Gefühl, obwohl mein Ansatz schon wieder ein bisschen nachgewachsen ist. Aber habe ich jetzt nicht so das Gefühl, aber dass die Haare davon gestärkt werden, kann schon sein, sag ich mal. Schadet auf jeden Fall nicht. Ich kann ja mal zeigen, wie viel Öl ich jetzt noch übrig habe. Seht ihr das? Nicht wirklich viel. Wenn ich es gerade halte, so. Also von daher, das kommt jetzt auch noch auf meine Kopfhaut oder auf meine Haare, der müde Rest. So. Sieht schick aus, ne? Also dann mache ich jetzt gleich auf eine Plastiktüte drüber. Halte dann meinen Föhn ein bisschen drauf und dann werde ich das nicht in der Dusche auswaschen, weil die Haare oder diese Shea Butter in den Haaren ist in der Dusche so rutschig. Also das letzte Mal oder das erste Mal, als ich das gemacht habe, ich habe die in der Dusche ausgewaschen und meine Füße waren wie auf Glatteis, also oder auf Seife im Wasser. Weil diese Shea Butter, die hat auch Rückstände in der Dusche hinterlassen, dann konnte ich die ganze Dusche putzen und ja, nee. Deswegen werde ich das vorher, bevor ich duschen gehe, dann auswaschen. So, da bin ich wieder. Haare gewaschen, Haarkur rein, noch kein Produkt drin. Schauen wir mal, wie die aussehen. Doch. Guck mal, wie die glänzen. Oh, voll schön. Ja, sie riechen ein bisschen nach dem Teebaumöl. Aber nicht schlimm. Das verfliegt. Doch, mir gefällt sie jetzt schon wieder, wie die aussehen. Ich habe auch ein bisschen Proteine wieder in meine Haarkur reingemacht, weil meine Haare brauchen Proteine. Und ja, das ist die Ölkur gewesen. Hat gekostet... zusammengerechnet, in den Portionen runtergerechnet, vielleicht 1 Euro, noch nicht mal 1 Euro. Also von daher, man kann schon ein bisschen was ausgeben. Die Shea Butter zum Beispiel ist nicht günstig, aber man kommt doch auf lange oder hochgerechnet, ist das schon eine sehr günstige Art und Weise, seine Haare richtig gut zu pflegen. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ach so, und abonnieren und liken und kommentieren nicht vergessen. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, falls ihr irgendwelche Wünsche habt für die nächsten Videos oder irgendwas brennend wissen wollt, ganz dringend, meine Stimme kackt ab, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare unten rein. Klickt die Glocke. Und abonnieren und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.